Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex vom Monatsmob, diesmal ohne Stefan. Dafür habe ich einen Gast mit an Bord, den Afshin Kamrani. Und ich freue mich ganz besonders, dass der heute da ist, weil nicht nur, dass der schon vor 10 Jahren schon das Bloggen mal angefangen hat und in dem Bereich ein alter Hase ist, sondern der hat in seinem Leben auch schon ein bisschen was mitgemacht. Da gehen wir dann im Interview auch noch drauf ein. Und also im Gegensatz zu vielen jungen Bloggern hat der einfach Lebenserfahrung. Und als allerletztes auch noch, er kommt einfach super sympathisch und authentisch rüber. Also der Mensch hinter dem Blog scheint ziemlich deckungsgleich zu sein mit dem Menschen, der ja eben auf dem Blog zu lesen ist. Hallo Afshin. Hallo Alex. Hi. Ich würde dich vielleicht mal bitten, dass du dich selber vielleicht kurz vorstellst, was du so machst. Also, wie du mich gerade so ein bisschen vorgestellt hast, ich bin der Afshin, also ich bin vom Beruf Grafikdesigner und bin Vater von 2 Töchtern, also ich habe schon erwachsene Kinder und bin ich momentan, also mit meiner Lebenspartnerin wohne ich dann zusammen und wir haben dann gemeinsam sozusagen 3 Kinder. Und ich beschäftige mich zurzeit überwiegend mit Bloggen. Also ich habe gemerkt, dass ich dann einfach, das habe ich schon also vor längerer Zeit gemerkt, dass ich das auf dem Herzen habe und das möchte ich loswerden. Und das eignet sich mit einem Blog. Genau. Der Blog ist erreichbar über afshin.com. Das werde ich natürlich auch nochmal unter das Video posten, ganz klar. In deinem Blog geht's ja vorwiegend so um Minimalismus, Meditation und Achtsamkeit. Das sind so in etwa deine Eckpfeiler. Genau. Also ich würde aber die Reihenfolge vielleicht ändern. Also die 3 Begrifflichkeiten würde ich lassen. Also ich würde Achtsamkeit, Meditation und Minimalismus dann einfach sagen. Und das hat dann einen bestimmten Grund für mich, weil also ich möchte nicht, dass mit Minimalismus zu Achtsamkeit gehen, sondern also Achtsamkeit ist für mich ein Grundpfeiler von Minimalismus. Genau, Achtsamkeit und auch gerade Achtsamkeit und Meditation sind ja sehr miteinander verzahnt in gewisser Weise. Aber mit diesen 3 Themen, das passt ja bei uns gerade super ins Konzept, weil wir hatten ja letzten Monat das Meditationsthema und diesen Monat geht es ja ums Ausmisten, also eher ums materielle Ausmisten, aber deswegen ist es umso besser, jetzt auch mal ein bisschen eine Meinung dazu zu hören, wenn es ums geistige Ausmisten geht, was ja mit Minimalismus in gewisser Weise einhergeht. Und jetzt wollte ich einfach dich mal fragen, wie definierst du denn für dich Minimalismus? Du hast es auf deinem Blog schon mal sehr schön geschrieben, dass manche Menschen Minimalismus eben ein bisschen komisch interpretieren, indem sie meinen, sie müssten nur noch in Lumpen leben und gar keinen Besitz mehr haben. Und ich finde, du hast da einen sehr schönen Kompromiss gefunden. Grundsätzlich Minimalismus bedeutet für mich, ballastlos zu werden. Also Ballast, jetzt egal in welcher Form. Und ich habe halt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen in meinem Leben festgestellt, dass wir Menschen also dazu neigen, den meisten Ballast in unserem Kopf dann zu sammeln. Und das ist dann, also das war für mich dann natürlich vorrangig im Kopf und mit meinen Vorstellungen und mit meinen Glaubenssätzen auch gegenüber anderen Menschen dann einfach aufräume. Und habe dann festgestellt, dass diese ganze Ballast im Außen sich dann von alleine regelt zum Teil. Klar, ich muss dann was dafür tun, ich muss dann ausmisten, Keller aufräumen, aber das sind eben Dinge, also ich sage mal, das ist Sahnehäubchen obendrauf. Und wichtig ist das einfach, dass ich dann mit meinen eigenen Wertvorstellungen klarkomme und dass ich auch einfach mal schaue, dass ich dann diese Ballast, die ich in meinem Kopf dann angesammelt habe über ganze Jahre, über diese ganze
Glaubenssätze, die man hat, dass ich erstmal damit dann auch aufräume. Sehr schön. Und woran erkennst du eigentlich, was Ballast für dich ist? Also, weil es ist ja nicht immer ganz einfach. Manchmal hängt man ja an Dingen, man meint aus guten Gründen, letztendlich ist es Ballast. Es ist teilweise ja schon schwer, dem auf die Schliche zu kommen, sage ich mal. Hast du da für dich einen Weg gefunden? Also das ist, ich denke, das ist gar nicht so schwer, wenn man etwas ehrlich zu sich selber ist. Also alles, also wenn ich in mich hineinfühle, dann weiß ich ganz genau, was Ballast ist. Also wenn ich dann einfach mal, sag mal, 5 Minuten lang meine Gedanken beobachte, dann kann ich feststellen, welche Gedanken bringen mich zu mir und welche Gedanken entfernen mich von mir. Und die Gedanken, die mich dann, sag mal, von mir entfernen, nach außen bringen, dass ich mich einfach mit anderen Menschen, mit Politiker, mit Banker oder was weiß ich, was wir alles nicht gut finden, beschäftige, dann diese Gedanken sind eben Ballast, die muss man loswerden. Aber die Gedanken, die mich berühren, also die mich zu mir bringen und mich mit meinem eigenen Leben in Kontakt bringen, das sind keine Ballast, das sind Gedanken dann, die eben meine Seele dann nähren. Also, und da kann jeder für sich eigentlich sehr gut unterscheiden. Und indem man wirklich, sag mal, 2, 3 Minuten am Tag seine Gedanken dann beobachtet, einfach mal da sitzt und wirklich nichts tut, zum Fenster rausschaut und man schaut, was kommen von Gedanken, und dann da kann man so ungefähr dann wissen, welche Gedanken als Ballast in unsere Köpfe dann sich bewegen. Okay. Aber würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt auf Gedanken stoße, die zwar mich betreffen, aber trotzdem negative Gefühle in mir auslösen, dass sie kein Ballast sind oder doch? Oder weil das kam jetzt so, wie du es gerade erklärt hast, bisschen so, wenn ich zusammenfassen kann, ein bisschen so rüber, wenn es um mich geht, dann ist es kein Ballast und wenn es eher um die Außenwelt geht, die mit mir nichts zu tun hat, dann ist es ja nicht unbedingt notwendig. Also ich bin zwar keine Psychologe, aber ich glaube, dass das ein Gedanke, der mich berührt, also der auch mich traurig macht, dann ist kein Ballast, weil das Gefühl tut dir einfach etwas in mich dann wecken. Also das wühlt mich auf und das ist einfach ein Gefühl und alles an Gefühle an sich, auch wenn wir manchmal Gefühle als schlecht bezeichnen, sind ja nicht schlecht. Also das ist diese Gedanke ist vielleicht ein Hinweis oder dieses Gefühl ein Hinweis, dass etwas in meinem Leben dann nicht stimmt oder dass einfach etwas vielleicht mehr Aufmerksamkeit von mir braucht. Und also diese Gefühle oder diese Gedanke würde ich schon dann mehr Aufmerksamkeit geben. Also ich meine vielmehr damit, also diese Gedanken, die mich nach außen bringen, wenn man sich mit anderen Menschen beschäftigt. Also man beschäftigt sich eben mit anderen Menschen, weil man von sich selber vielleicht ein bisschen ablenken will. Und diese Beschäftigung, also mit außen, das meine ich. Also mein Nachbar mich interessiert als mich selber und wenn ich ständig schaue, was er im Garten macht oder wo er sein Auto parkt oder solche Dinge, also das ist Ballast. Aber ein Gedanke, der dann zum Beispiel, wenn ich dann etwas sehe, also ich sage es einfach, wenn ich zwei Menschen sehe, die liebevoll miteinander umgehen und das macht mich traurig, weil ich vielleicht selber alleine bin und das ist keine Ballast, das braucht einfach etwas mehr Aufmerksamkeit von mir, dieses Gefühl. Okay, ja, also ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Danke dafür, dass man da eben ja, Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken soll, weil wir neigen ja oft dazu, wenn uns negative Gefühle erreichen, dass wir die eben wegwischen oder versuchen zu ignorieren. Genau. Und das ist ja auf Dauer, führt es ja auch irgendwie immer zu Problemen, weil man dann nur was anstaut innerlich. Genau. Also zum Beispiel, weil jetzt wir kurz vor Jahresende stehen, also einfach ein Tipp auch vielleicht für eure Zuschauer, wir neigen immer dazu, gegen Ende des Jahres uns zu viel fürs nächste Jahr vorzunehmen, was wir alles erledigen wollen und was diese ganze Vorsätze. Also wir packen schon mal einen Rucksack von nächste Jahr von Dingen, die wir gar nicht erledigen werden, die wir schon letztes Jahr mitgenommen haben. Ja, also das ist einfach für mich auch zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel für Ballast, dass man dann
einfach sagt, so, dieses Jahr nehme ich mir einfach gar nichts vor. Also das geht auch. Ich schaue einfach, was habe ich dieses Jahr erreicht? Also für 2014, was habe ich erreicht? Und schreibe ich mir einfach zwei, drei, vier von meinen Erfolgserlebnissen dann auf und lasse ich mich dann von denen motivieren und bin dankbar dafür, dass ich sie erreicht habe und einfach keinen Rucksack für das nächste Jahr einpacken. Ja, also auf jeden Fall, ob man sich jetzt Vorsätze, ob man jetzt meint, Vorsätze machen, zu machen oder nicht, gerade dieses, was habe ich im letzten Jahr erreicht, darüber sich Gedanken zu machen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, weil ja, das fällt halt oft einfach unterm Tisch und ja, man redet das ja auch oft klein, denkt nur an die Sachen, was man noch verbessern kann, dabei hat man meistens jedes Jahr irgendwas geleistet, was halt bloß nicht so im Fokus liegt. Ja. Genau. Gut, dann möchte ich noch mal einen Schwenk machen. Bei uns beim Monatsmob geht es ja vorwiegend um die Komfortzone. Also wir haben ja dieses Projekt gestartet, Stefan und ich, damit wir dann ein bisschen unsere Komfortzone ein bisschen erweitern können, indem wir immer neue Sachen machen. Und in dem Zusammenhang würde mich jetzt einfach mal interessieren, du bist ja mit 17 aus dem Iran geflüchtet, aus deiner Heimat. Genau. Wer sich da näher dafür interessiert, an die Zuschauer jetzt, da gibt es auch ein sehr schönes geschriebenes Interview auf dem Adios Angst-Blog, das werde ich auch noch verlinken. Und jetzt würde ich mich einfach dafür interessieren, hat denn dieses Ereignis deine Komfortzone nachhaltig verändert? Oder wie würdest du das sehen? Ja, also das hat, also diese Erweiterung kam erst nach Jahren. Also das war ganz interessant. Aber das ist mir dann erst aufgefallen, als ich mich richtig damit mit dieser Fluchtgeschichte dann beschäftigt habe. Also direkt nach der Flucht war ich erstmal froh, dass ich hier in Deutschland bin und da habe ich angefangen, erstmal eine Komfortzone aufzubauen. Also ich habe gedacht, so, ich habe jetzt diese ganze Flucht und diese ganze Annehmlichkeiten hinter mir und jetzt habe ich dann einfach eine Ruhephase verdient. Und das war auch gut, also diese Ruhephase war gut, aber ich habe dann mir zu gemütlich gemacht in meine Komfortzone, also dass ich dann mir noch mehr, also die Komfortzone gar nicht, also die Zone von innere des Komfort der Komfortzone habe ich dann erweitert, aber nicht nach außen und das hat mich, also das ist dann mir zu Verhängnis geworden dann später. Also ich bin dann zum circa nach 10 Jahren bin ich in ein tiefes Loch gefallen dann hier. Also dann hat mich diese ganze Fluchtgeschichte und alles wieder dann aufgeholt und habe ich mich dann, also ich war dann ziemlich down sozusagen. Und was mich jetzt vorwiegend interessieren würde, glaubst du, wenn man jetzt für sich selber findet ma oder man wünscht sich, seine Komfortzone zu erweitern, glaubst du, es macht Sinn, das eher langfristig anzugehen oder macht es Sinn, so irgendwie einen harten Cut zu setzen? Ich meine, du hattest damals keine Wahl, wahrscheinlich, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt gleich in ein anderes Land gehen, aber überspitzt gesagt mal halt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen, wenn man eigentlich ein Schisser ist. Wie siehst du das, die zwei Dinge so nachhaltig betrachtet? Also ich glaube, das muss jeder für sich ausmachen, was für Typ derjenige ist. Also ich bin kein Freund der harte Schnitte, also harte Sachen. Ich sage mal, also ich bin eher so jemand, der die Sache eher liebevoll und vielleicht auch zu gemütlich manchmal angeht. Aber das ist eben, sagen wir mal, mein Tempo, mein Stil. Und diese Flucht war eine harte Cut, also war für mich, und das hätte zu meinem normale, sage ich mal, zu meinem normalen Stil nicht gepasst, aber das hat damals so sein müssen. Heute gehe ich das also so eigentlich so, wie ihr das macht, also wenn ich auf eure Website gelesen habe, dass ihr dann einfach mal so euch etwas vornehmt, auch sich mal anders anziehen oder so. Also das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte oder auch witzig. Und man kann auch eigentlich auf eine spaßige Art dann auch die Sache angehen. Weil man denkt immer, Komfortzone zu verlassen, man muss sofort ins kalte Wasser springen. Das mag für manche auch wichtig sein, aber ich finde, also im Leben, also sollte man auch danach schauen, dass man auch viel Spaß hat am Leben. Und ich finde dann auch, dass man seine Komfortzone auch wirklich mit so Kleinigkeiten wie ihr macht, also Kleinigkeiten jetzt in Anführungsstrich, also dann einfach mal
die Komfortzone dann erweitert. Also ich finde, das muss jeder für sich herausfinden, welchen Weg er gehen möchte. Aber grundsätzlich sollte man das liebevoll machen, weil das ist, also Komfortzone zu erweitern, ist auch ein Akt der Selbstliebe. Und wenn man dann einfach mal nicht liebevoll zu sich selber ist und sagt und sich dann Vorwürfe macht, weil man eben in Komfortzone sitzt, da wird man auch damit auch nicht glücklich. Ja, sehr schön, vielen Dank. Jetzt haben wir über deine Vergangenheit gesprochen und was du in der Gegenwart machst. Jetzt würde mich interessieren, auf mich, auch im Vorgespräch, machst du ja einen glücklichen, ausgeglichenen Eindruck. Das heißt, du hast schon einiges in deinem Leben auch erreicht. Du hast schon erwachsene Kinder. Gibt es trotzdem irgendwie noch ein großes Ziel in deinem Leben, was du hast, oder sind es eher so kleinere Dinge? Also ich habe ein großes Ziel, das ist ein Buch zu schreiben. Das möchte ich also noch in diesem Leben schaffen. Und da arbeite ich auch momentan dran, wobei ich also nicht wirklich weiß, in welche Richtung es geht und wie ich das anfangen soll. Und ich habe jetzt einfach mit Bloggen angefangen. Aber das ist einfach ein Wunsch von mir, weil ich dann schon als Kind schon geschrieben habe und habe ich so kleine Notizhefte gekauft und habe ich reingeschrieben. Ich habe hier einen ganzen Schrank voller Notizbücher von Moleskine oder andere Firmen und das ist, ich frage mich, warum habe ich die alle irgendwann mal gekauft? Also ich möchte die alle nicht befüllen, aber das weist auf meine Leidenschaft einfach hin. Ja? Also das bringt mich immer wieder zum Schreiben zurück und genau, das ist einfach, ein Buch zu schreiben ist ein großes Ziel und alles andere lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich nehme mir natürlich kleine Ziele, kleine Schritte vor, aber ich bin kein großer Planer. Ich bin eher ein sehr spontaner Mensch. So wie du auch eine E-Mail geschrieben hast, habe ich gesagt, toll, mit Alex mache ich das, obwohl wir uns da gar nicht so richtig gekannt haben. Und ich lasse mich viel von meinem Gefühl, von meiner inneren Stimme einfach mal führen. Und ja, und bis jetzt bin ich damit sehr gut gefahren. Das bedeutet aber nicht, dass ich gar keine Probleme habe. Also ich habe genau die gleichen Probleme wie du oder alle anderen Menschen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen entspannt rüberkomme. Ich habe nur gelernt, anders mit Problemen umzugehen. Also für mich sind es auch nicht unbedingt, jetzt sagen wir mal, Problem ist immer negativ behaftet. Aber ich sage, das sind einfach normale Herausforderungen im Leben und jeder hat halt seine Herausforderungen. Und wichtig ist das, dass man einfach mal für sich selber herausfindet, wie gehe ich dann einfach in meinem Leben mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit meinen Ressourcen, mit diesen Herausforderungen um. Wo wir beim Thema Buch sind, ich hätte da zwar eine klare Antwort, aber du bist ja im Interview, deswegen frage ich dich mal, wie wichtig ist das Bloggen auf deinem Weg zum Buchschreiben? Sehr wichtig. Also das Bloggen ist für mich jetzt, ich dachte auch, ich habe mit dem Ziel angefangen, erstmal bloggen und schauen, was passiert und dann schreibe ich irgendwann ein Buch. Ja? Und das ist mittlerweile so, dass das dreht sich jetzt ein bisschen. Also ich gewinne immer mehr Liebe zum Bloggen. Also das ist ein richtiges Baby jetzt von mir und auch, ich finde es insofern sehr schön. Zu bloggen, weil ich dann auch gleich Feedback bekomme, also von meinen Lesern. Und das ist dann, das hast du beim Buch eben halt nicht so, ja. Also jeder liest für sich, aber ich merke, das ist einfach toll, wenn am Tag dann, sage ich mal, ein paar hundert Leute auf der Website waren und sich dann die Artikel gelesen haben, man sich dann in soziale Netzwerke miteinander darüber unterhält oder einfach mal in Kommentarfeld auf dem Blog. Und das hat einfach eine ganz andere Qualität. Und das finde ich, das hat es mich überrascht und da finde ich auch jetzt, also das Schreiben im Blog ist momentan jetzt wichtiger als das Buch an sich. Also das Buch wird irgendwann mal vielleicht kommen, ja, aber das Bloggen ist momentan also das Hauptthema. Sehr schön. Welchen Monatsmob würdest du denn, bei welchem Monatsmob würdest du denn gleich mitmachen oder was würdest du denn gerne sehen? Also welche Aufgabe würdest du denn mal gern 30 Tage am Stück machen, die du jetzt noch nicht machst? Irgendwas, was neu für dich wäre, wo du gleich Feuer und Flamme wärst und sagen würdest, hey, da mache ich mit.
Also ich bin eigentlich für solche Dinge immer zu haben. Und was mir eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, so ganz offen zu sagen, mal gut getan hat. Ich bin zeitlang bin ich in den Wald gegangen und habe dann einfach 30 Sekunden lang laut geschrien. Und das hat mir einfach richtig gut getan, ja. Also und einfach mal, ja, das hat irgendwie so Energie freigesetzt und auch dann, ich war danach irgendwie gut geladen. Und da habe ich, also da würde ich zum Beispiel bei sowas mitmachen, ja. Oder einfach mal vielleicht 30 Sekunden einen Baum zu umarmen. Also solche ganz unkonventionelle Sache, aber das nicht im Wald, weil das ist dann kein Komfortzone-Erweiterung, das kann jeder, sondern das einfach mal irgendwo mitten in Stadt oder in Stadtpark oder so, 30 Sekunden lang einen Baum dann umarmen. Sehr schön. Also das ist jetzt Input. Wir haben ja schon eine lange Liste, aber daran haben wir jetzt noch gar nicht gedacht. Also super, danke. Ja, und dann noch eine andere Frage zur Auflockerung. Wenn du dir eine Superheldenkraft aussuchen könntest, welche wäre es? Also ich habe einen Superhelden und der heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kam bei uns im Iran, also da kam Zeichentrickfilm und dieser Superheld heißt Shazam. Und der hat so ähnlich ausgesehen wie Superman, ja, also der könnte ganz schnell fliegen und ja, war einfach so ähnlich, also das war auch vielleicht so ein Abklatsch von Superman, aber das ist so mein Held, ja, also so dieser Shazam, der konnte, also der ist sozusagen mein Superheld. Okay, und wenn du dir eine Kraft von ihm ausborgen könntest, was hättest du dann am liebsten? Fliegen. Fliegen. Okay, sehr schön. Ja, dann wären wir auch fast am Ende. Eine Frage habe ich noch an dich. Würdest du gerne noch irgendwas loswerden, worüber wir nicht gesprochen haben? Irgendwas, was dich gerade aktuell sehr beschäftigt? Ja, also ich würde einfach eure Zuschauer oder die Menschen, die dieses Video sehen, darum bitten, darauf zu achten, nicht zu viel zu jammern oder mit Jammern aufhören. Okay, genau. Ja, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, Probleme hat man immer, aber es ist halt die Frage, wie man mit den Problemen umgeht. Genau. Das, ja, okay. Gut, dann ermuntere ich auch jeden mal beim Afshin auf der Seite vorbeizugucken, afshin.com. Da gibt es auch ein sehr schönes E-Book. Dabei geht es um den Montag. Es heißt, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Ich liebe den Montag. Genau, ich liebe den Montag und da sind sehr schöne Übungen drin, wie man auch den Montag eben lieben lernen kann, weil es ja doch für viele Menschen noch ein Problem ist, weil sie am Montag eher griesgrämig drauf sind. Und ja, also ich kann das E-Book nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Super Sache. Und natürlich kann ich mich bei dir, Afshin, nur herzlich bedanken für das tolle Interview. Ich habe zu danken, dass du auf mich zugekommen bist. Hat mir sehr Freude gemacht. Ja, gerne. Gut. Dann, ja, wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Danke, dir auch. Ciao. Ciao. Monatsmob.